Die IAA ist die Austrian Angels Investors Association. Wir sind ein Non-Profit-Verein für Angel-Investoren und unterstützen Investoren entlang ihrer gesamten Karriere. Das heißt, wir starten zu Beginn mit einer Ausbildung, vernetzen mit anderen relevanten Business Angels, um Co-Investments zu ermöglichen und matchen zusätzlich mit Startups. Das heißt, es ist möglich, ein passendes Startup über die IAA zu finden und für Startups ist es möglich, sich über unsere Webseite für eine Aussendung an die Mitglieder zu bewerben. Zusätzlich sind wir auch als Interessensvertretung für Angel-Investoren tätig und organisieren jährlich den Investors Day, eine Konferenz für Early-Stage-Investoren. Was wir als IAA sehen und auch in unserem Business Angel Report widerlegen konnten, ist, dass von der Stufe her Pre-Seed bzw. Seed-Unternehmen sehr spannend sind. In dieser Stufe geht es um Finanzierungsvolumina von ungefähr 200.000 bis zu 1 Million. Die Unternehmen generieren zu diesem Zeitpunkt noch keine Umsätze. Und von den Branchen her ist Digital Health bzw. Life Sciences sehr spannend. Zudem auch noch Deep Tech. Und was eigentlich immer geht, sind Software-as-a-Service-Lösungen. Was in der Vorbereitung sehr wichtig ist, ist sehr viel Zeit in die Auswahl der Investoren zu stecken. Das heißt, Business Angels investieren gern in Verticals bzw. Felder, in denen sie selbst Expertise haben. Das heißt, ich würde da sehr viel Zeit investieren und nur vor passenden Investoren pitchen und beim Pitch die Unterlagen sehr gut aufbereiten. Wirklich mein Tipp, sehr professionelle Pitch-Decks kommen einfach besser an und zeigen halt auch die Qualität des Unternehmens. Unsere Mitglieder investieren zudem ungefähr 50.000 bis 100.000 pro Startup, pro Person. Also das sind schon relativ große Finanzierungsgrößen und deshalb kann man da wirklich mit Qualität auch überzeugen. In Österreich ist die Frühphasenfinanzierung sehr gut abgedeckt, aber wenn es dann Richtung Scale-Ups geht, Richtung Wachstumsunternehmen, schaut die Situation schon etwas anders aus. Hier bietet die Wiener Börse mit dem Direct Market Plus eine wunderbare Möglichkeit, um erstens sichtbarer zu werden am Markt und auch eine Exit-Möglichkeit für Angel-Investoren zu bieten. Zudem werden durch das Listing auch andere Arten von Investoren angesprochen, was in Folge zu einer weiteren Kapitalaufnahme führen kann.